Ich begrüße euch hier recht herzlich zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es in diesem Video um das Neonstall-Event. Es findet also wieder statt in Famarama. Das ist am vergangenen Donnerstag gestartet, geht noch bis zum kommenden Dienstag, 14 Uhr. Und es ist auch wieder ein Zucht-Event. Es gibt eben von Esel, Fisch und Strauß neu den Neonstall 5 eben hier zu spielen, beziehungsweise es gibt auch viele weitere Preise, unter anderem gibt es auch dann wieder eine Wunderhakenreise, wie eben auch wieder Items. Alle Infos zum Event selber findet ihr natürlich nochmal detailliert auf farmflüsterer.de, da könnt ihr nochmal alles in Ruhe nachlesen. Kurz gesagt, es heißt Esel züchten, Fisch und Strauß züchten. Dann gibt es auch bei jeder Zucht von diesen drei Liebesschlösser mit. Und mit diesen Liebesschlössern kann man dann auch noch dazu im Event-Shop eben hier auch nochmal Items kaufen. Und wenn man die hier, die Stufen komplett schafft, erst dann kommt man quasi zur finalen Stufe, wo es dann auch schlussendlich unter anderem eine Ranke gibt und zwischendurch eben auch hier immer wieder Geschenke. Ja, und dieses Video eben gibt's meine Ausbeute zu meinem Baby Boom Day. Ein bisschen Superfutter habe ich auch noch und es findet natürlich auch ein Baby Boom Day wieder statt und Superfutter Sparaktion natürlich auch wieder. Und dementsprechend sei genug gesagt, starten wir rein in meine Baby Boom Day Ausbeute. Ich habe zwar nicht übermäßig viel Superfutter, aber das, was ich habe, das werde ich verzichten. Und wir starten gekonnt mit Wildeseln, normalen Eseln. Naja, weiter geht's mit, was haben wir hier, Packeseln mit am Start. Das ist immerhin schon mal ein halbwegs guter Sprung, naja gut, so gut ist er auch wieder nicht. Dann Packesel, Packesel, Wildesel, normale Esel zurück hier. Da ist immerhin mal hier ein, ja keine Ahnung wie man den ausspricht, Poitou-Esel, würde ich mal sagen, irgendwie so in hat. Dann Wildesel, Wildesel, Wildesel und normale Esel und eben diese Liebeschlösser, die man bei jeder Zucht kriegt. Oder bei jedem von den drei Zuchten, die immer im Event gefordert werden. Und Backesel nochmal. Ja, das waren meine Eseln. Es geht gleich weiter mit Fischen. Und es geht hier so schlecht weiter, wie es bei den Eseln angefangen hat. Nämlich mit keinem Sprung dazwischen. Das sind alles Anemonen. Hier immerhin mal ein Regenbogenfisch. Und Anemonen, Anemonen, Anemonen. Dann wieder ein Regenbogenfisch. Normale Fische zurück. Da ist nichts dabei, nichts dabei. Ein Regenbogenfisch. Ach du meine Güte, das geht ewig, ewig, ewig so weiter. Regenbogen, Regenbogen, ja, da sind jetzt schon einige hier mit am Start. Da bin ich gespannt, wie viel da zusammengekommen ist. Und dann haben wir die Strauße. Oder Sträuße? Ach, schon wieder diese gute Frage. Auf jeden Fall haben wir hier auch einen Zwergstrauß. Das ist nicht so schlecht. Dann eben hier die Emus, glaube ich, sind das. Jupp, Emus, dann Zwergstrauß, Emus, 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 Zwergstrauß. Da sind noch ein paar Zwergsträuße. Da haben wir hier mal einen Kasuar mit am Start. Immerhin. Komm, wo bleiben denn die pinken Tierchen? Sie kommen nicht. Es kommt nicht mal ein rotes Upgrade. Oder was war alles mit am Start? Kurzes Fazit, Runde 1. Ja, ein Kasuar. Danke für nichts. Ein fliegender Fisch, den habe ich tatsächlich übersehen. Der sieht ja den normalen sehr ähnlich. Und hier war eben dieser nicht auszusprechende Esel und sonst ging es noch nicht weiter hinaus und ich habe fast kein Superfutter mehr. Ich werde die Buden nochmal auffüllen und ich werde einfach so viel schaffen, wie es geht und ja, leider nicht so viel Superfutter und ich möchte keins mehr kaufen und deswegen, so, ich fülle die Buden damit auf bis in Runde Nummer 2. Damit sind wir auch schon in der wahrscheinlich vorletzten Runde angelangt. Es geht so schnell, man spart wochenlang Superfutter und in ja 10 Minuten ist das alles wieder dahin. Egal, los geht's mit Eseln und zwar mit immer hier mal wieder ein schöner Sprung zu den Poitou-Eseln. Allerdings war das hier risky und hier ging es zum Beispiel weniger gut. Aber was habe ich schon zu verlieren? Und damit geht es hier. Ja, da sind einige Packeseln. Ja, das geht mal gut voran hier. Dann Packeseln, dann eben die normale Sprung zu den Wildeseln. Normale Eseln, Wildeseln, Wildeseln, Wildeseln. Noch mehr Wildeseln. Und dort wieder so ein Poitou-Esel. Alles klar. Ja, das ist doch mehr mit am Start. Und damit sind wir auch schon bei den Fischen angelangt. Da haben wir viele, viele Anemonen und normale. Regenbogen, Regenbogen. Allerdings aus Anemonen ist es nicht so schwer, Regenbogenfische rauszukriegen. Da sind fliegende Fische. Das sind fliegende Fische. Jetzt habe ich ihn mal nicht übersehen. Wahrscheinlich habe ich vorher schon einen übersehen. Egal, das sehen wir später noch. Anemonen, Anemonen, Regenbogen, Anemonen, Regenbogen, Anemonen. Ich könnte in der Dauerschleife jetzt eigentlich abspielen und müsste nichts dazu sagen. Aber gut, machen wir mal weiter. Ist da noch irgendwas Geiles? Da muss da. Was ist hier am Start? Das ist ein Knutschkarpfen.
Herrlich, und das ist schon richtig gut. Das ist sogar verdammt gut. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Auf gar keinen Fall. So, dann bei den Straußen haben wir immerhin hier mal Zwerg. Dann noch mehr Zwerg und Emos logischerweise. Und man kriegt ja immer auch viele normale wieder zurück. Hier ist ein Kasuar. Das ist auch nicht so schlecht, wenngleich jetzt auch nicht so gut wieder. Und man kann jetzt nur sagen, hier, okay, ein Quasar, sonst war da nichts so Geiles mit dem Start. Eseln lief es auch nicht viel besser wie in Runde 1, aber hier lief es richtig geil. Knutschkarpfen, und das ist verdammt gut, dritthöchster Fisch. Ich bin überwältigt. Sehr geil. Und beim Event selber, ich werde es noch ein bisschen Superfutter zusammenkratzen. Es ist unglaublich schwer für mich hier voranzukommen, weil die Abgabemengen ziemlich hoch sind, muss man sagen. Mal schauen, ob ich das jetzt auch noch irgendwie schaffe. Den hier, Knutschkarpfen, werde ich auf jeden Fall nicht reinschmeißen. Dann sehen wir uns allerdings gleich hoffentlich in einer Runde 3 und damit der letzten wieder. Letzte Runde, denn ich habe ganz einfach auch kein Superfutter mehr und noch weniger Lust, eins zu kaufen. Deswegen starten wir mit ein paar Esel und Wildesel rein in diese Runde. Ne, deswegen ist es die letzte Runde ganz einfach. Und das ging schön alles schief und da ist auch nichts Berauschendes mit dabei. Immerhin noch einige Regenbogenfische. Anemonen, Regenbogen und rette mich. Ne, die Sträuße oder Strauße retten mich auch nicht mehr. Gut, das war die kürzeste Runde zum Schluss überhaupt vielleicht. Aber das war auch mein Event, mein Leonzucht-Event kann man sagen. Denn ich werde ganz einfach nichts mehr tun. Die Stufe werde ich hier nicht mehr schaffen und die hier unten ganz einfach dann auch nicht mehr. Schade, aber. Ja, ich habe, wie man sieht, auch keine Moospinne mehr und ja, das geht sich nicht ganz aus, glaube ich. Deswegen, ja, habe ich es nicht komplett geschafft. Ich finde die Abgabemenge etwas zu hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten hat schon irgendwie Spaß gemacht. Ich habe die Neonstelle, das war eigentlich mein erklärtes Ziel. Die habe ich und ich habe einen Knutschkarpfen, den ich allerdings schon auf den Markt geworfen habe. Und deswegen, okay, eigentlich nur Mist gekriegt, bis auf den Knutschkarpfen. Mit denen habe ich allerdings nicht gerechnet. Dennoch bin ich dann eigentlich nicht so unzufrieden, könnte man das sagen. Ich bedanke mich dementsprechend fürs Zuschauen von diesem Video. Was habt ihr alles so erzüchtet? Wenn ihr auch gezüchtet habt beim Babyboom.de oder noch immer züchtet, dann natürlich weiterhin viel Glück. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen von diesem Video. Euch noch ein wunderschönes Wochenende. Hier noch weitere Ausbeuten von den letzten Malen verlinkt. Und damit bis zum nächsten Video. Ciao.